Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Afterbirth Plus. In der letzten Folge haben wir sehr viel schönes Zeug gemacht, wir waren ein bisschen viel zu OP. Und ich habe angekündigt, dass wir heute eine Challenge machen, weil sich das die Nikoru gewünscht hat. Und das ist nämlich die April's Fool Challenge. In dieser Challenge geht es darum, dass man zu jeder Zeit und zu jedem Ort ein bisschen verarscht wird. Also man startet ganz normal als Isaac. Was dabei zu sagen ist, diese Lebensanzeige ist falsch. Die Bomben und die Schlüssel sind, glaube ich, richtig angezeigt. Ansonsten ist die Minimap, also die wird richtig angezeigt, allerdings wird unsere Position nicht richtig angezeigt. Heißt, wir wissen nicht, wo wir genau sind. Jeder Boss ist The Blood, was sehr scheiße ist. Und, ja, wir denken jetzt, oh geil, das ist The Soul, aber es ist nicht The Soul, denn alle Items auf... Guck, das ist Little Steven. Alle Items sind eigentlich andere Items, als sie sind. Und dazu... kommt auch noch, dass Pillen, oh, eine Lackabpille, eine Lackabmünze, dass Pillen und Karten einen Random-Effekt haben. Und ich glaube, Spacebar-Items machen auch, nee, Spacebar-Items, weiß ich gar nicht, machen die einen Random-Effekt? Kann sein, bin ich mir gerade nicht so sicher. Aber auf jeden Fall verarscht diese Challenge einen vorne und hinten. Und das ist nicht so cool. Und ihr seht gerade, ich habe ein blaues Herz eingesammelt und wir haben ein schwarzes Herz dazu bekommen. Wir wissen jetzt nicht, ob wir tatsächlich... 3 Leben haben oder nicht. Das ist ein bisschen kacke. Und dazu wissen wir auch nicht alles Mögliche. Und ja, jeder Boss ist halt so blatt. Ah, ist halt scheiße. Ist halt echt kacke. Ich glaube, die Leben stimmen soweit sogar. Alter, so blatt ist aber echt hässlich, ne? Vor allem in so einem kleinen Raum ist das ja wohl richtig assig. Oh, Alter, wie soll ich das denn schaffen? Also eigentlich... Wow, ich bin reingelaufen. Eigentlich ist der Plan, bei The Blood über ihn zu stehen... Und den einfach von oben die ganze Zeit einzugreifen. Allerdings, Alter, in so kleinen Räumen ist das echt anstrengend. Oh, das ist doch echt nervig. Also man wartet eigentlich bei The Blood so lange unten, bis er halt nach unten springt. Ich werde hier echt sterben, ey. Ich glaub's ja nicht. Und schießt ihn dann halt die ganze Zeit von oben ab. Oh, aber diese Augen nerven mich gerade so unglaublich doll. Oh Gott, ich bin schon fast wieder reingelaufen. Okay, wir müssen auf jeden Fall unter ihm bleiben. Allerdings auch nicht ganz unter ihm, weil dann wird er wieder nach unten spucken. Wenigstens ist hier jetzt das ganze Zeug weg. Bitte nicht zur Seite schießen. Hilfe, ich hab so Angst. Ich will nur den ersten Blatt besiegen. Come on. Vor allem, jeder Boss wird so Blatt sein. Das wird einiges an Zeit in Anspruch nehmen. Wow, cool. Ja, wo sind wir? Wir sind hier unten, aber eigentlich sind wir da oben. What the fuck? Ich hasse diese Challenge jetzt schon. Ja. Aber wir würden dann halt für Maggie die Speederpille bekommen, was Maggie von einem schwermütigen, fetten Scheiß-Tank, ich hasse ihre Geschwindigkeit, deswegen ist sie sowieso einer meiner Hasscharaktere, dann wird sie auf jeden Fall wieder gut werden mit so einer Speederpille, also das bringt schon einiges. Wobei ich mich wundere, warum man eine Speed-Up-Pille bekommt. Man hätte ja auch einfach so die Geschwindigkeit von Maggie anpassen können. Da gehe ich noch nicht rein. Ich gehe erstmal zum goldenen Raum, wo auch immer der sein mag. Oh, diese blöde Karte. Also auf die Karte können wir uns auf jeden Fall nicht verlassen. Die trollt mich hier ein bisschen sehr doll. Trollololololol. Gomme-Mode. Ich mag Gomme übrigens nicht, aber trotzdem Gomme-Mode. So, was haben wir hier? Oh, ein Apfel. Cursed Eye. Oh, finde ich... Nee, Cursed Eye ist scheiße. Oh, nö. Ich kann... Darf ich bitte neu beginnen? Ich beginne neu. Fick dich doch. Nicht, nein, nein, nein. Mit Cursed Eye will ich erst gar nicht kämpfen. Die Sache ist, wenn man jetzt eine Pille schluckt, dann kann es natürlich auch sein, dass man eine Suicide King Karte bekommt. Cool, auch noch eine XL-Ebene. Geil. Oh, Cancer. Ach, Cancer. Na, Cancer. Wenigstens ein paar Leben. Ich dachte, das war das Trinket Cancer, aber nein, es ist nicht das Trinket Cancer. Schade eigentlich. Ja, so eine Suicide-Karte wäre halt scheiße, weil man sich dann einfach selber tötet und dann ist die Challenge auch vorbei. Okay, mit Cancer können wir aber auf jeden Fall arbeiten. Solange wir nicht Cursed Eye oder sowas nochmal bekommen, ist alles toll. Und Ende ist übrigens bei Moms Herz. Mal gucken, ob wir überhaupt die erste Ebene noch irgendwie schaffen. Ich glaube nämlich gerade nicht wirklich dran, aber wir versuchen es. Guck mal, da haben wir schon mal den goldenen Raum. Das ist doch schon mal schön mit... Lil Wimston, okay, finde ich nice. Und der... Oh, der lädt sich richtig schnell auf. Wie cool ist das denn?
Oh, okay, Little Bimpson ist natürlich sehr schön. Pillen, werde ich Pillen nehmen? Balls of Steel. Hä? Okay, stand Balls of Steel da? Haben wir eine Balls of Steel Pille bekommen oder nicht? Unsere Leben sind halt falsch. Und unser Isaac hat dieses, hat die Animation gemacht, als wenn das irgendeine schlechte Pille gewesen wäre. War das jetzt eine Balls of Steel Pille oder nicht? Ach man, Challenge, hör doch auf, mich zu verarschen. Haben wir hier, blaues Herz. Okay, unsere Herzen werden einfach nicht richtig angezeigt. Ich denke, es war eine Balls of Steel Pille. Also was da steht, wird schon stimmen. Ich habe halt gar keine Ahnung, wie viele Leben ich habe. Ich dachte, ich könnte da durch. Das ist einfach ein einziger Troll. Diese Challenge ist ein einziger fucking Troll. Aber okay. Wir kommen damit klar. Wir sind... Oh, die Münzen werden auch nicht richtig angezeigt. Das ist ja cool. Ich meine, wir sind ja Isaac mit einem Little Brimstone, der wenigstens viel Schaden macht. Alter, ich hasse The Blood. Jeder hasst The Blood. Natürlich kommt er hier als Boss. Immer wieder. Okay, ich wage es. Los, Little Brimstone. Du kannst ihn mit deinem Little Brimstone besiegen. Sein großer Brimstone macht gar nichts gegen dich. Oh Gott. Natürlich ist er relativ schnell damit. Kannst du bitte nach unten kommen? Kannst du bitte nach unten springen? 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 Kannst du bitte... Danke. So. Los, Little Brimstone, du schaffst das. Ja, ich glaube an dich. Yeah, toll. Okay, also ohne Little Brimstone könnten wir das hier auf jeden Fall überhaupt nicht schaffen. Und es ist eine XL-Ebene. Das heißt, wir kriegen gleich noch ein Zip-Blatt hier nach. Geil, ne? Oh, das heißt aber auch, wir haben eigentlich zwei goldene Räume. Fällt mir gerade so auf. Zwei goldene Räumchen. Ansonsten war ich gestern bei Hinterm Horizont, diesem Musical in Hamburg. Dafür, dass ich so Udo Lindenberg so überhaupt nicht mag. Belly Button, ja! War das eigentlich ganz cool, würde ich sagen. Kann man sich mal geben. Ist so eine komische Liebesgeschichte über Udo Lindenberg. Kann man mal machen. Ich hätte gern noch den zweiten goldenen Raum, tatsächlich. Wo waren wir denn noch nicht? Hier waren wir schon. Waren wir hier schon? Hier waren wir schon. Waren wir da oben schon? Hier waren wir schon. Waren wir schon in beiden goldenen Räumen? Wir waren schon in beiden goldenen Räumen. Wir haben aus dem einen goldenen Raum Little Bimpson geholt. Ja. Und aus dem anderen Cancer. Okay, das ergibt Sinn. Dann hatten wir also beide schon. Deswegen sind... Ich hasse diese Karte. Diese Karte ist kacke. Was will ich mit dieser Karte anfangen? Oh Gott. Okay, und? Seid ihr bereit für den zweiten Zip-Blatt? Oh Mann. Aber dann haben wir wenigstens zwei Ebenen schon hinter uns. Okay, das sollte eigentlich nach oben gehen. Egal. Okay, du hast hier richtig schön alles voller Blut gemacht. Muss man dir ja lassen. Also das kannst du. Aber Little Bimpson ist echt so ein kleiner Segen, ne? Den wir hier gerade bekommen haben. Ist echt so ein kleiner Sonnenschein. Ja, finde ich gut. Little Brimstone, du rettest mir den Tag. Ohne Little Brimstone würde ich hier so verrecken. Ja doch, der macht auf jeden Fall schön viel Schaden. Der braucht nicht lange zum Aufladen. Das passt also alles soweit. Und macht dazu halt noch viel Schaden. Und RIP. Perfekt, wir haben zweimal schon unser Blatt besiegt. Geil, hätte ich gar nicht erwartet. Und Cancer hilft uns auf jeden Fall auch. Okay. Dadurch, dass wir halt weniger Schaden bekommen. Oh, wir haben sogar eine Joker-Karte. Was war hier oben noch? Okay. Natürlich. Cramp ist gleich beim ersten Devil-Deal. Warum auch nicht? Egal, wir haben ja schon unseren Brimsten. Wir brauchen keine Devil-Deals. Geil! Ein All-Stats-Up und ein Tears-Up. Stimmte das denn jetzt? Weiß man auch nicht. Aber ist das blöd. So, und ich frage mich jetzt, ob Head of Krampus tatsächlich Head of Krampus ist oder irgendein anderes Item. Ich weiß nicht, ob Spacebar-Items auch das sind, was sie sein sollen. Ist halt alles nicht so geil. Wollen wir da rein? Ich weiß nicht, wie viele Leben wir haben. Ach, ist das alles doof. Hier ist das alles doof. Aber wir haben auf jeden Fall eine Joker-Karte. Ach nee. Haben wir auch nicht. Diese Joker-Karte ist ja auch fake. Na komm, setzen wir die mal ein. War das? The Fool, okay. Cool. Eine The Fool Joker-Karte.
Ach man, ich verliere zu viele Leben. Ich würde gern wissen, wie viele Leben ich noch habe. Tatsächlich. Dann wüsste ich nämlich, ob ich mich anstrengen muss. Wow, Kettenreaktion. Geil. So mag ich das. So, hier, Ace of Hearts. Weiß, das war eine Ace of Clubs. Also irgendwie, die haben schon immer was damit zu tun, was die eigentlich machen sollen, oder? Also wir hatten jetzt eine Joker-Karte, die hätte uns ja eigentlich rausteleportet in den Devil Room. Jetzt hat diese Karte uns halt einfach so rausteleportet, ist halt zu The Fool geworden. Und wir hatten eben noch Ace of Hearts, was eigentlich alle Items im Raum zu Herzen machen sollte. Wurde dann aber eine Ace of Clubs-Karte, was also alle Items zu dem anderen gemacht. Oh, geil. Geil. Was alle Items zu Bomben gemacht hat. Das ist ja witzig. Und unser Head of Krampus ist nicht Head of Krampus. Unser Head of Krampus hat eben einen Scheißhaufen gemacht. Das heißt, der Effekt von Spacebar-Items... Das war ein D4! Das war ein D4-Effekt! Och nein! Der ist immer unterschiedlich. Wir hatten jetzt den D4-Effekt übrigens. Gut, wir sind nicht stärker geworden, obwohl wir die weiße Spritze haben. Okay. Ah nee, die weiße Spritze hat er noch stärker gemacht, oder nicht? Ha. Naja, wenigstens haben wir... okay. What the fuck ist das denn hier alles? Ich bin so verwirrt. Diese Challenge ist sehr verwirrend. Wir haben die Lunge von fucking nochmal Monstro. So, Monstros Lunge heißt sie. Sonst haben wir wirklich tatsächlich gar nicht mal so gute Ausrüstung. Ich hoffe, wir kriegen nochmal den D4-Effekt. Das wäre voll toll. Weil das, was wir gerade haben, finde ich nicht ganz so geil. Ich mag diese lange Aufladezeiten nicht. Ich mag das wirklich nicht. Aber wir machen das Beste draus. Erstmal das Portal kaputt machen. Und vor allem ist jetzt leider unser Little Brimston weg. Kacke, ey. Den brauchen wir für The Blood. Ich weiß nicht, wie wir sonst The Blood besiegen sollen. Nee, ey. Ich werde auf jeden Fall jedes Mal mein Spacebar-Item einsetzen. Sobald ich es habe, werde ich es einsetzen. Hat ja kein Zweck hier irgendwie. So, was haben wir hier? Zumindest ein schwarzes Herz. Das ist doch schon mal ganz nett. Und... gut. Ach, wir wissen ja auch nicht, wie viel Geld wir haben. Das heißt, wir könnten eigentlich sogar mal in den Shop reingehen. Machen wir Schaden? Okay, wir machen wenigstens Schaden und wir verwirren ihn. Das finde ich ganz nett. Und durch Monstros Lunge können wir auf jeden Fall auch so komisch schräg schießen und ihn trotzdem sehr oft treffen, ohne dass er uns trifft. Also so kann man auf jeden Fall mitarbeiten. Also so Blatt besiegt man damit schon. Und dadurch, dass wir halt diesen komischen Effekt haben, dass wir ihn verwirrt machen und wir so viele Schüsse haben, sollte auf jeden Fall jedes Mal, wenn wir ihn treffen, auf jeden Fall einmal verwirrt sein. Also die Chance ist auf jeden Fall sehr hoch. So. Und so. Was ist das denn? Okay, wir haben jetzt Pyjamas bekommen, aber sonst das Item sah auch sehr interessant aus. Nehme ich auf jeden Fall mal mit. Ich weiß nicht, was es ist. Headless Baby. Okay, cool. Und wieso kriege ich Geld dafür? Warum kriege ich Geld, wenn ich das Headless Baby hole? Was weiß ich denn? Was weiß ich denn? Diese Challenge ist sehr komisch. Aber wir haben schon die dritte Ebene geschafft. Das heißt, wir brauchen nur noch 3 plus 3 plus 2. 5. 5 Ebenen. 3 plus 2 sind 5. Richtig. Ich kann rechnen. Ich bin gut in Mathe. So. Und so. Okay, setzen wir auf jeden Fall mal ein. Das wäre ein sehr schöner Effekt, wenn wir den irgendwo beim Boss eingesetzt hätten. Na komm. Oh, ein Item. Wieso kriegen wir einfach ein Item? Ist auf jeden Fall ein nettes Item. Meg! Und Book of Secrets. Was? Ist das witzig. Kann ich jetzt hier einfach so oft rein und rausgehen, wie ich will? Und dann nehme ich einfach irgendwas mit, was nur... Ach, ist eigentlich egal, was ich mitnehme. Ist ja trotzdem Head of Krampus. Nehmen wir Book of Secrets mit. Wir haben auf jeden Fall ein Leben verloren. Kam dafür jetzt aber... Münzen bekommen. Also wir haben sehr viel Geld, wir können auf jeden Fall mal in den Shop reingehen. So viel steht fest. Auch wenn da nur angezeigt wird, dass wir nur eine Münze hätten, wir haben bestimmt schon über 20. Gehe ich einfach mal stark von aus. Okay, Sun. Sehen wir zumindest, wo alles ist. Bringt uns zwar nichts, weil die Karte sowieso nicht das anzeigt, was sie ist. Aber immerhin, wir wissen jetzt, wo alles ist. So, und wir haben Milk. Milk ist doch auch ein sehr schönes Item, oder? Ja.
Aua. Guck, wir machen Milch. Und ich weiß, entweder haben wir goldene Herzen, dass wir die ganze Zeit Leben droppen, wenn wir Leben verlieren. Oder aber wir haben irgendwie, weiß ich auch nicht. Au. Oder wir haben irgendwie so ein Sparschwein oder so. Runen sind aber trotzdem das, was sie vorgeben zu sein, oder? Das heißt, wir haben jetzt eine Aegis-Rune. Das wäre auf jeden Fall wünschenswert. Was bist du schönes? Piskis! Yes! Cool! Und das haben wir hier. Wir kaufen auf jeden Fall alles. Ist mir... Hä? Gib doch her! Ich hab doch genug Geld! Ich hab doch genug Geld! Du Bastard! Ich hab genug Geld für alles! Nur weil da 0 Münzen steht, habe ich trotzdem mehr Geld als das. Och, ist das lame. Die Münzen werden falsch angezeigt und deswegen denkt das Spiel, ich habe nur 0 Münzen oder was. Ist das kacke. Ich habe locker easy schon 30 Münzen oder so. Ich hätte alles mögliche hier ausgeben können. Aber nein, das Spiel verarscht mich mal wieder. Oh, bin ich froh, wenn diese Challenge vorbei ist. Bin ich froh. So, bitte einfach sterben. Danke, tschüss. Du bist tot. Und ihr seid auch tot. Und du stirbst auch irgendwie. Na komm, hau ab. Hau ab. Ich will nicht knuddeln. Jetzt, geh weg. Geh weg jetzt. Komische Fliege. So, was haben wir jetzt? Wow, cool. Tammy's Head Effect. Man kann sich auf nichts mehr verlassen in dieser Welt. Alles, auf das ich mich verlassen kann, bin ich selber. Und mal eine Münze? Nein, aber dafür ein Leben dazu bekommen. Hä? Au, das ist ein blöder Raum. Ich hasse diesen Raum. Bitte sterbt einfach alle. Und diese Pilze sind so tanky. Es ist unglaublich. Okay, aber scheinbar haben wir noch ganz viele rote Herzen, beziehungsweise blaue und schwarze Herzen, dass wir noch keine roten Herzen aufsammeln können. Und wir sind recht schnell, was ich sehr gut finde. Oh, The Blood, wer hätte denn damit gerechnet? Also ich sicherlich nicht. Aber wir sind schön stark. Aua. Und wir haben Knockback-Effekt dank Piskis, ne? Das ist natürlich auch sehr schön. So kann man wenigstens die Gegner ein bisschen dahin lenken, wo man sie haben will. Oh, reingelaufen, ich Dummkopf. So. Biete ein paar blaue Herzchen, danke. Ein Lebensupgrade nehme ich auch mit. Wir haben immer noch genug Dinger. Geht zu Forever, bringt uns gar nichts. Und da stand One Makes You Larger. Das heißt, das, was da steht, ist tatsächlich aber nicht das, was es macht, oder? Oh, ich bin so verwirrt von dieser ganzen Challenge. Es ist unglaublich. Komm hier, nimm die Bombe und stirb. Na gut, dann nicht. Dann lauft einfach über meine Blutspur und stirb da dran. Hier, Blutspur für dich. Du bist tot. Du bist nicht tot? Wieso hast du so viele Leben? Hehehehe. Findest du witzig, ne? Dass ich hier die April's Fool Challenge mache. Ja, ja. War ja klar. Oh. Warte, warte, bleib hier. Oh. Ich verliere sehr viele Leben. Ich weiß nicht, wie viele Leben ich habe. Oh. Wieso sind die so schnell? Hallo? Es ist alles nervig. Aber anscheinend haben wir ja noch schwarze Herzen. Sonst würden die nicht andauernd brocken. Also so weit, so gut. Aber irgendwie, die Challenge gefällt mir gar nicht. Oh, eine Boom. Toll. Ja, tolle Sache. Oh, die mag ich gar nicht. Die mag ich wirklich überhaupt nicht. Da hat man ja gar keinen Freiraum, irgendwie was zu machen. Vor allem, der Shop bringt uns nichts, obwohl wir ganz viel Geld haben. So richtig, richtig viel Geld. Das finde ich schon scheiße. Dann werde ich voll oft getroffen. Ich habe einfach die ganze Zeit nur schwarze Herzen, wo auch immer die herkommen. Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass ich so viele schwarze Herzen irgendwo her hatte. Aber anscheinend habe ich die irgendwo her. Und ich verliere viel zu viele Leben. Das nervt mich. Das nervt mich sehr. Yay, Geld, das mir nicht angerechnet wird. Geil. Tolle Sache. Wofür sammle ich überhaupt Geld ein? Ach, das war eine Münze. Ein Schlüssel. Tolle Sache. Vielleicht sind diese ganzen Münzen, die wir aufsammeln, in Wirklichkeit schwarze Herzen. Wer weiß das schon? Niemand kann es so genau wissen. Niemand weiß es so genau. Auf jeden Fall verändert sich... Oh, nein, Pyromaniac wäre so cool. Ich falle auch jedes Mal wieder drauf rein, ne? Ich freue mich jedes Mal, wenn da ein gutes Item ist. Wenn ein gutes Item ist und dann im Nachhinein stellt sich heraus, ach, das ist es ja gar nicht. Das ist wieder irgendeine Scheiße. Ach, ist das doof. Was haben wir denn auf der... Ja, doch, da steht jetzt E. coli, aber wir haben E. coli nicht, oder? Oder doch? Bist du ein Gegner?
Wir haben E. coli doch bekommen. Okay, interessant. One makes you larger. Interessant. Interesting. Anyway, Westing. Into Westing. So, wo müssen wir denn jetzt mal hin? Waren wir hier schon? Nein. Huch, la la la. Weiß ich nicht. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr diese Challenge bewertet. Von 0 bis 10, 10 das Beste. 0 heißt abgrundtief scheiße. Wieso spielst du so eine Challenge von 10 bis... die Challenge ist ja voll witzig. 10 von 10 Potatoes. So. Also bisher würde ich der Challenge tatsächlich eine... Ideenreichtum würde ich sagen eine 8. Und vom Witzigkeitsfaktor eine 6. Und von Spieligkeitsfaktor eine 5. Aber ist natürlich sehr witzig, wenn jedes Mal so Blatt als Boss kommt. Ja, ja, das muss ich schon zugeben. Ist auf jeden Fall... Ja, doch, ist sehr witzig. Ich lache mich jedes Mal kaputt. So. Wir sind leider falsch gelaufen. Ist ein bisschen doof. Wollen wir den? Ja, komm. Geld bringt uns sowieso nichts, wenn wir dagegen laufen. Guck mal hier. Das sind tatsächlich Leben, oder? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe gar nichts. Das ist aber tatsächlich ein Herz. Okay, interessant. Also rote Herzen sind auch tatsächlich rote Herzen. So wie ich das sehe. Wo waren wir denn jetzt noch nicht? Aber Münzen sind nicht gleich Münzen. Münzen sind alles Mögliche. Komm, wir schauen jetzt hier mal, ob wir da irgendwas Cooles bekommen. Eventuell kriegen wir sogar den Geheimraum. Schade. Und plopp. Na? Die ganze Zeit verändert sich nur unsere Leben, wenn wir Münzen aufsammeln. Das ist richtig komisch. Ist das kacke, ey. Ist das kacke. Ob das jetzt aber wirklich Leben sind, die wir die ganze Zeit einsammeln, ist halt die andere Frage. Naja, wahrscheinlich werden wir gleich einfach sterben. Hallo, Blatt. Na, du mal wieder. Ich hatte dich ja noch gar nicht in diesem One. Bin ich froh, dass du mein Gegner bist und nicht irgendein Spacken. Aber irgendwie stimmen unsere Herzen ja doch. Also wir haben schon schwarze Herzen und da drüber sind auch diese goldenen Herzen. Also das stimmt irgendwie schon. Guck, schon wieder. Wow. Da habe ich sehr viele Leben verloren. Kriegen wir vielleicht mal einen Devil Deal? Ja. Aber wir haben immer noch nicht so wenig... Oh, nehme ich mit. Wir haben Goathead. Wir haben immer noch nicht so wenig Leben, dass wir rote Herzen mitnehmen könnten. Hm. Komm mit ins Schumpfeland und lass uns fröhlich sein. La 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 la. Oh, ich bin eingesperrt. Und cool. Wir kriegen so viel Geld und dieses Geld bringt uns einfach gar nichts. Okay, wir haben auf jeden Fall volle Leben, denn wir können keine blauen Herzen mehr aufsammeln. Das heißt, wir haben 12 Leben. Diese ganzen Herzen, die machen uns viel zu OP. Die ganzen Herzen geben uns, glaube ich, die ganze Zeit schwarze Herzen. Diese ganzen... Ist mir egal. Hier, diese ganzen... Ihr wisst schon Bescheid. Okay, können wir auf jeden Fall öfters einsetzen, deswegen behalte ich das mal. Diese ganzen komischen Dinger hier... Ach, Curved Horn ist sogar... Ah, Trinkets bleiben dieselben. Okay, dann nehmen wir doch Curved Horn mit. Diese ganzen Münzen machen uns viel zu stark. Weil wir viel zu viel Leben haben, ja? So. Naja. Naja. Also so richtig herausfordernd ist das dann tatsächlich auch nicht, außer die erste Ebene, dass man da halt einmal ein Item bekommt, dass man so Blatt auch hinbekommt. Aber sonst... Komm, wir gehen sogar mal hier rein, warum nicht? Kriegen wir sogar ein bisschen Geld und die werden wahrscheinlich in die Luft sprengen. Alle tot? Alle tot. Sehr schön. Oh, gib mir alles, gib mir einfach alles. Guck mal, wir haben sogar einen Begleiter bekommen für einen Raum. So. Ja, jetzt sei mal nicht verwirrt, sondern zeig deinen Hals. Komm, 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 hopp, hopp, hopp. Hallo, hallo. Wieso ist der so lange verwirrt? Holy shit. Wo gehen wir hin? Wo gehen wir hin? Ich weiß es nicht. Waren wir hier oben schon? Ja, waren wir hier unten schon? Ist das blöd ohne Karte. Also irgendwie, tut mir leid, ich bin gerade echt ein bisschen angepisst von dieser Challenge. Die macht mir irgendwie so gar keinen Spaß. Mann. Yay. Yeah. Die ist irgendwie sehr langweilig. Huh. Naja. Daisy, denk dran, wir machen es für die Pille. Für die Maggie-Pille machen wir es. Wir machen es für die Maggie-Pille. Du stehst das durch. Wenn man sich das oft genug einredet, dann stimmt das auch irgendwann.
So. Ist aber schon die Marm-Ebene immerhin hier, ne? Au. Ist egal. Habe ich mit Absicht gemacht. Damit die Leute sterben. Aber die waren alle noch in ihrer Unverwundbarkeitsphase. Holy shit. Ich finde halt meine Tränen auch so saustämlich. Ich hasse alles, was man eigentlich so aufladen muss. Ja, auch Brimstone. Weil das immer alles so lange dauert. So. Oh, hier lebt noch was. Wo denn? Hallo. Hallo, bitte einmal sterben. Tschüss. Setzen wir dich ein. Das brauchen wir nicht. Da behalten wir lieber Curved Horn. Den Curved Horn macht uns schön stark. Ich glaube sogar 3 Stärke oder sowas hat das uns gegeben, ne? Ist schon echt nett. So, wir haben natürlich keine Münzen, deswegen müssen wir auch nicht in den Shop rein. Fliege, Mund. Igidigit. Und hier geht's aber wenigstens weiter. Oh, diese Challenge. Hä? Okay. Und was? Ich darf beides mitnehmen. Ja, RIP. Sammeln wir wieder alle Münzen ein, weil wir dann wieder richtig, richtig viele Leben bekommen, die irgendwie auch alle immer goldene Herzen sind. Warum auch immer. Und goldene Herzen bedeutet, dass hier, wie gesagt, ganz viele Münzen droppen. Und diese Münzen geben uns immer wieder Geld dazu. Das heißt, wir können gar nicht sterben. Also entweder ist diese Challenge sehr kaputt oder... Oh, geil, 2 von euch. Ja, toll. Oder einfach viel zu leicht. Ich kann die immer wieder einfach einsammeln. Jedes Mal, wenn ich ein Leben verliere, dann verlieren die Gegner Leben, weil sie ein schwarzes Herz von mir kaputt machen. Aber ich kriege dann jedes Mal wieder ganz viele Leben dazu. Ihr seht das ja. Ihr seht das ja. Hier, ich kann... Mir egal, ob die mich treffen. Es passiert einfach nichts. Ich habe unendlich Leben. Ob das jetzt irgendeine Item-Kombi ist oder ob das allgemein in der Challenge so ist, weil halt diese ganzen Münzen einfach viel zu OP sind. Das war jetzt übrigens die Marm-Ebene. Deswegen waren das auch 2 Blatt, glaube ich. Weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall viel zu stark, was wir hier haben. Ich kann alles mitnehmen. Hier, nehme ich mit, nehme ich mit, nehme ich mit. Ich habe wieder volle Leben. Nehme ich alles mit, ich habe wieder volle Leben. Ist doch scheiße lame. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich stehe da so. Ah. Rage, Dizzy. Rage. Rage. Oh Gott. Wir haben irgendeine Verwandlung bekommen. Nein, wir haben uns eben... Ja, komm, wir holen uns unsere Leben einfach mal schnell wieder. Ich glaube, wir haben gar keine roten Herzen mehr. Es wird schon so stimmen, wie das da oben gerade steht. Irgendwie. Mehr oder weniger. Nicht ganz, aber irgendwie schon. So, ja, mir egal. Ich krieg wieder Geld. Hab wieder volle Leben. Also, mir kann nichts passieren. Mir kann nichts passieren. Was ist das für eine Scheiße? Das ist doch kacke. Ja, hier. Stirb, stirb. 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 Dann sind alle tot. Oh nein, ich habe meine ganzen goldenen Dinger verloren. Meine ganzen goldenen... Oh nein, ich krieg kein Geld mehr. Ich habe kein unendlich Leben mehr. Oh nein, jetzt werde ich bestimmt gleich verlieren. Okay, ich sollte jetzt vielleicht doch ein bisschen aufpassen, denn ich habe wirklich keine goldenen Münzis mehr. Was ein bisschen blöd ist. Ich brauche goldene Münzis. Goldene Münzis, wo seid ihr? Nein, keine goldene Münze mehr für mich. So. Dann habe ich ja gar nicht mehr unendlich Leben. Wow, dann ist diese Challenge ja vielleicht doch nochmal eine Challenge. So, was können wir hier? Weiß man nicht. Einmal aufladen und weiter geht's. Blub. Komm dann gleich bei Mutters Herz Reiseblatt. Das wäre ja richtig witzig. Dann würde ich richtig kichern. Ich glaube echt, unsere Leben, so wie sie da stehen, stimmt. Vielleicht noch Small Walk. Wäre voll cool und so. Schade. Bald ist wieder Weihnachten. Wieso habe ich jetzt eigentlich... Okay, alles berühren! Juhu! So, ja. Weihnachten. Habt ihr denn schon Weihnachtsgeschenke gekauft? Ist ja bald wieder soweit, Leute. Ist ja bald wieder soweit. Okay, das war ganz klar Gabis Head, das wir eben hatten. Als Effekt. So... Blub, blub, blub. Ach, da lebt ja noch einer. Na, jetzt bist du auch tot. Und wir kriegen wieder Leben dazu. Und noch eine Luck-Up-Dings. Haben wir schon 3 Luck-Up. Cool.
Ja, egal. Please, don't do that. Just don't do that and give me that and I will take this and we go further away into the depths. Bla 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 bla. Oh, das wäre endlich mal cool gewesen. Krampus Head, by the Blood, das hätte geholfen. So, bleib mal da unten. Bleib mal da unten. Also dieser Knockback ist, oh Gott, sind wir stark, ist sehr gut. Und wir sind richtig stark, holy shit. So, eine Ebene noch, dann haben wir es endlich geschafft, Leute. Ja. So, was haben wir hier noch? Kann ich nicht mitnehmen. Nehme ich auch alles nicht. Nein, ich lasse alles hier, außer Curved Horn. Gib mir das Curved Horn wieder. Ja, 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 ja. Aber ist halt die Chance, dass das alles Suicide King ist und dann würde ich mich einfach töten. Und da habe ich keine Lust zu. Nein, nein. Jetzt am Ende der Challenge habe ich da tatsächlich gar keinen Bock mehr drauf. So, wir gehen mal oben lang. Denn Mutters Herz versteckt sich ja gerne mal oben. So, hier. Wir haben genug Bomben. Wir sprengen uns jetzt einfach mal ein bisschen durch. Lalala. Lalalala. Lalala. Hier war falsch. Dann halt den ganzen Weg wieder zurück. Blub. Dann gehe ich halt hier lang. War auch falsch. Na gut, dann gehe ich halt wieder weg. Können wir eigentlich nur noch hier oben lang. Also ich gehe mal stark davon aus, dass hier irgendwo auf jeden Fall Mutters Herz ist hier oben. Okay, eine Remote Control oder sowas. Auf jeden Fall etwas, was wir nicht benötigen. Ein Schlüssel, Gegner. Dann muss die... Oh Gott. Das werden so viele Leben sein. Wo kam das jetzt schon wieder her, hä? Wieso? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe diese ganze Challenge nicht. Ich glaube, ich habe jetzt wieder volle Leben. Und ich glaube, diese goldenen Leben stimmt tatsächlich so überein, wie es da oben auch steht. Das heißt, wir haben einfach 8 goldene fucking Leben, die uns jedes Mal noch mehr Leben geben. Das ist doch scheiße. Das ist doch kacke. Das ist so... Weiß ich auch nicht. Oh, eine Champion-Form. Wow, das ist ja mal was ganz anderes. Ah. Ja, mir egal. Kriege ich halt ein paar Münzen, die ich wieder einsammle, damit ich wieder Leben bekomme. Mir noch Wayne. Hier, ich töte dich mit schwarzen Herzen. Geschafft. Wow, ja, das war schwer. Ja, toll. Ja, ich nehme alles mit. Haha. Könntet ihr meinen Gesichtsausdruck sehen, dann wäre dieser sehr gelangweilt gewesen. Das war viel zu einfach, viel zu, weiß ich nicht, viel zu immer das Gleiche. Aber wenigstens hat diese Folge dann nicht so lange gedauert. Ich bin froh, dass ich diese Challenge nicht mehr machen muss. Ich fand sie sehr scheiße. Nie wieder. ja, gut. Aber dafür hat jetzt auf jeden Fall Maggie bei uns die Speederpille von Anfang an. Das heißt, mit ihr können wir jetzt auf jeden Fall auch was reißen. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.